So. Ich glaube, die wechseln gerade in Blau. Die Ninja Länder. Ach, wahrscheinlich wegen der Webseite. Ja. Also wir wieder in Rot, oder wie? Ja, ich glaube schon. Ja, machen wir das. Irgendwie hat das noch nicht gemacht. Da muss ich hier einmal neu starten. Kannst einmal ins Back und dann wieder raus, dann wechselst du. Müssen die aber noch rüber wechseln. Und vielleicht ist es auch nur ein Anzeigerbug. Vielleicht haben sie es so wie ich schon gemacht eigentlich. Dann, let's go. Andi? Ich habe es jetzt auch nicht gesehen. Ich weiß nicht. Ah, Da doch. sind sie. Okay. Also einer von ihnen. Zu kaufen, verkackt ein bisschen.
Hallo. Hallo. Doch, hallo. Moin. Komm hier. Wir sind schon unterwegs hier auf der ersten Map. So. Wir haben jetzt mal einfach ein Pick and Ban gemacht. Die Maps, die uns drei am besten liegen. Wart ihr beide vor mir in der Mitte der Runde? Ich glaube ja. Ich war mal kurz erst, ja. Ich dachte, ich war auf einer guten Zeit. Da habe ich ein bisschen Risiko gegangen. Gegen wen spielen wir? Niederlande 4. Was denn für Maps gespielt, das hier schon mal spielen kann? Jetzt gerade spielen wir 17. Ja, wieder deutlich ehrlich. Also, was wird noch so ein Spiel? 6, glaube ich. Wir haben noch 11 gepickt und. 14. Die Eismann. Was sind das für Müllmaps? 11 und 14. Ja. Okay. Ja, es geht bis 5, ne? Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, GG. Jetzt ist es ein bisschen zeitlich knapp, um einen Vote zu machen. Was war denn überhaupt die nächste Map? Stimmt. 14. Ja. War es nicht? War es 14 oder war es 6? 6 ist danach. Ja, 14, 6, 11. Ja. Ich muss auch mal bei uns jemanden noch lauter machen. Oh. Du bist schon bei 200% Purple. Ja. So lauter kriege ich dich nicht mehr. Na, warte. Ich hab mich jetzt lauter gemacht. Ja, das ist richtig. Das hört man. Okay. Ja, wir spielen gerade. Das war ja nichts.
nice time. Danke, das war schnell, ja. Das würde ich auch Was, sagen. Biggie? Nice. Ich bin ehrlich gesagt auch nur 500stel hinter meiner PB gewesen, aber es fehlen 7 Zehntel. Da das eine Ice Map ist, bin ich überrascht, dass Giuliano hier gar nicht gehandelt hat. Wir sind nur 2000stel oder so. Ich dachte so, das könnte eine unserer besten Maps sein, weil Cack Dreams plus Giuliano auf Eis, ne, eigentlich sehr gut. So, wäre gut auf 15. Was heißt gut? Ja. Ich glaube 15 ist meine beste Map. Ja, also ich mag die sehr. Ich habe noch nicht unbedingt die Top-Zeit drin, aber ich mag die sehr. Ich habe auch überlegt, die ein bisschen noch zu handeln. Aber willst du Map 6, dann ist ja die nächste Map hier im Match fahren. Ja. Das ist ein 6, die Tagman Trail. Ja. Oh. Kann man gucken. Wo ist überhaupt der Raum? Im Fastbite Club. True. Ja, dann ist Match 1 und Passwort ist im Discord, vom Fastpaint Discord. Naja. Haben wir die gleiche Stelle gecrashed? Oh. 1-0 steht's nach Maps. Das ist jetzt die zweite. Wieder Punkt 3. Ja. In anderen Runden Start gecrashed. Na, jetzt war 6. Nee, doch 6 war. Boot gestartet, aber vielleicht ist der jetzt auch wieder verschwunden. Oh, die würde ich gerne spielen. Die ist aber nicht drin. Schade. Warum?
rum spielt ein Netteam gegen Deutschland und ein anderes Netteam gegen Estland. Ja, weil Niederlande vier Teams hat im Turnier. Also nochmal Server verwalten, Streckenliste, Map 6. Ja. Wer will Map 6 spielen? Also ich kann es einfach spielen, um mich einzufahren. Ja, ich würde sagen, denke, Purple spielt einfach für mich oder so. Okay. Übrigens, wenn Jano da wäre, wäre 23 auch bestimmt eine gute Map, weil wir beide da Top 5 sind. Ja, ich weiß. Das habe ich mir aber schon gedacht, dass das eine der besten ist. Ich finde ja 23 auch toll, aber auch Cactuins und Mana haben richtig gute Locals da, also ich glaube, ich brauche die nicht fahren. Die sind da so ein bisschen overpowered, also wenn das ein 5 gegen 5 wäre, dann... Ja. Es könnte es sein, vielleicht, wenn sehr viele verschiedene Nationen mitmachen wollen würden, dass dann mehrere Nationen, mehrere Teams von einer Nation vielleicht nicht erlaubt wären. Aber bis eine Woche vor heute waren wir irgendwie nur drei angemeldete Teams, da mussten die Admins schon mal nachfragen, ob da noch was kommt, aber jetzt sind wir dann doch 21 Teams geworden. Zwei Teams ist krass. Ja, das haben viele einfach gebraucht, um sich anzumelden. Das ist doch ein bisschen knapp. Ist aber... Ich denke, ist knapp. Ist nicht unsere. Okay, Punkt 17. Punkt 71. Ja. Niederlande 4 Tech-Ebios kommt jetzt raus. Das ist eine interessante Stelle zu crashen. Also Mana Purple, einer von euch muss irgendwie Platz 1 holen. Ich bin's nicht. Oh, ja, er ist zu gut. Das würde jetzt auch nicht reichen. Oh, ich bin sogar noch Vierter geworden. Naja. Oh, lö.
Unlucky. Oh. Ach. Nee, doch nicht unlucky. Purpose 5. Oh, nice. Nice. Okay. Direkt so sweaty hier gegen die. Oh, sind die so Tech am Abusen, ey. Ja, nach den letzten Maps hätte man das jetzt nicht unbedingt gedacht. Ja. Aber das ist halt so eine kurze Map, das ist so richtig typisch. Ja, so Short Map. Ein paar Drifts. Okay, ja, es sieht gut aus. Ja, seid alle drei vorne mit 2/10 Vorsprung zum ersten Niederländer. Oh jo. Einfach nicht abspringen hier am Exit. Mach ich. Ja, das haben wir. Nice. Wann spielst du Marius? Ich habe die ersten beiden Maps gespielt. Ist so, wann spielst du Mai? How did you not 5C with them? Ja. Haben wir schon zweimal gemacht, wäre langweilig, das ein drittes Mal zu tun. Boah, der hat echt Exit Speed, der hat geil. Hol ich ihn? Nope. Ja, auch dieser Team Weltmuis in den ersten Runden, der hatte immer so viel Speed zum Finishen. Hat euch ein paar Mal gesniped da. Wait, Red wins about? Wir haben gewonnen. Ja, ja. Das war wieder ein fünfter Platz für uns gegen den sechsten. Nice. Der Beki von denen, der wird regelmäßig Beggy. Letzter, also. Ja, ja. Ich kenne den. Das heißt, wir müssen vorne nur einen Tie holen. Sieht sehr gut aus, braucht nicht risken. Okay, es könnte noch enger werden, weil dieser Debility ist, der hat wieder so viel Speed. Oh mein Gott. Der hat einen Exit Speed. Halt mich nicht weg. Okay. 4-2. Matchpoint. Sieht wieder gut aus. Ja, habt ihr. Ja, haben sie. Passt. Okay. Nice. Muss man mal direkt das Ergebnis. Die Zeit war jetzt aber nicht so geil auf der 6, also. Ja. Okay. Dann schaue ich schon mal. Wenn jetzt Juliano nicht kommt und wir haben jetzt einen stärkeren Gegner, was wir dann picken. Guck einfach mal da, wo Juliano sowieso nicht in den Top 3 wäre, von den Zeiten her. Das wäre zum Beispiel Map 12, es sieht sehr gut aus. Aber wir können easy Map 12 nehmen. Ja, Map 12 ist auch okay. Also es sieht so aus, als ob Juliano vorwiegend die ersten, also die Green Maps gehandelt hat. Aber dann bei Blue ist er nirgends und Red auch nicht. Interessant. Mit 20 hat er, glaube ich. Ja, das ist die erste Map, wo er dann wieder was gefahren hat. Okay, 18 hat er auch, was okay ist. Ja, es gibt viele, wo er irgendwo
So zwischen 1000 und 10.000 liegt. Ja, wir können Map 17 natürlich wieder nehmen. Mehr als zwei Picks gibt es ja eh nicht. Und dann ist ja Map 23 auch okay wahrscheinlich. Okay. Was mit Map 18? Glaube, Purple ist auch schnell, oder? Ja. Das ist Map nur gut. 18 Nicht kann ich gar schnell. nicht, das müsstet ihr dann. Ja, die Map. Das Boah. sieht nach einer guten Map aus, ja. Die kann man auch Ist nehmen. halt Hit or Miss mit diesem Ende. Ein bisschen, ja. Bin der 12 und 15 finde ich sehr gut. 15 jetzt noch, ich weiß ja nachher nicht gegen die Pro-Teams, sage ich mal. Ja. Ja, so Jetzt ein Stift oder wahrscheinlich. so kann das, glaube ich, gut. Ja, genau. Ja. Der kann aber auch alles gut oder nicht, außer Rally vielleicht. Wahrscheinlich. Ja, wenn wir dann den Gegner wissen, muss man dann wieder dieses Compare-Ding nutzen, die Funktion, um zu sehen, wie gut die anderen sind. Ich kann mir gut vorstellen, gegen Niederlande 1 ist vielleicht dann die Ice-Map wieder toll. Vielleicht, da war auch Epos gar nicht so krass. Da habe ich Matchmaking gestern gegen gespielt. Die werden die Maps ja auch nicht gespielt haben. Außer die ein, zwei halbwegs guten, die es gibt. Jo. Your noise note. You were good there on map 6. Map 6 ist meine schlechteste Map von der Position. Liegt aber auch vorwiegend nur daran, dass mehr Leute diese kurzen Maps handeln. Ja, stimmt. Dass man vielleicht nicht ganz so viel Skill braucht, um eine gute Zeit ins Ziel zu kriegen, als bei einer längeren Map. Nach 15 wird sehr, sehr viel gespielt, das war in den Results schon. Ist doch eine Ja, der guten Map. besten Nadeo Maps irgendwie. Ja, safe.
Hast du das Finale noch gesehen, Körper, gestern gegen Mika? Ja, so ein bisschen. Aber nicht jeder zu werden. Ich habe nur gesehen, dass du auf dieser Four Seasons Map 4-4-1 standst, aber die trotzdem, glaube ich, noch verloren hast oder so. Ja, er fuhr dann in den vier Runden dreimal eine Komma 7 rein. Oh. Und einmal eine Komma 0. In der Komma 0 hatte ich aber schon früh einen Crash und vielleicht hat er es auch nur gesaved. Er hatte da auch einen Start für eine Komma 6 oder Komma 7. Davor war er halt nicht so schnell und nicht so konstant. Ja, auf seiner Map, also, nee, auf Grip E, dachte ich, der schlägt dich, aber... Ja, das war tatsächlich... Da hatte ich das Matchglück auf meiner Seite, da habe ich die engen Runden gewonnen. Ich finde es schade, dass nicht einmal Scorpion gespielt wurde. Hätte ich vielleicht picken sollen. Ja, ich habe ja Scorpion gegen Mika dann gespielt. Achso, ja, okay, das habe ich da nicht mehr gesehen. Naja, aber... Da war mein Matchglück schon vorbei. Habe ich verloren. Hat er das gepickt oder hast du das gepickt? Ich habe das gepickt gegen ihn. Ja, ja, er fuhr dreimal, 18, 19 so. Okay. Sehr gut. Aber er hatte halt auch verkackte Runden und genau in denselben Runden hatte ich dann auch irgendwas dabei, was dann bedeutet hat, dass ich knapp verliere. Hätte besser laufen können. Frage mich, warum eine Nation, die relativ wenig Spieler wie die Niederländer hat, fast jedes CSCC-Turnier mit drei Teams oder mehr teilnimmt, während Nationen mit riesigem Spielerpool wie Frankreich selten mehr als ein Team stellen. Ja. Schwer zu sagen. Also, dass bei Frankreich und Deutschland so wenig, gut, Deutschland hat immerhin zwei Teams diesmal, aber es gab schon genug Saisons, wo es schwer war, überhaupt fünf Spieler zu finden. Und bei Frankreich auch sehr extrem, ja. Scheint wohl nicht mehr so wichtig zu sein, das Turnier für die zumindest guten französischen Spieler. Eigentlich gibt es davon ja genug. Also früher hatten die Top-Teams, aber ein paar Jahre her. Gute französische Spieler gibt es sehr viele. Und Leute, die Bock auf Campaign haben. Aber auch Nalax war neulich in meinem Stream, der ist ja jetzt dem südafrikanischen Team beigetreten, weil es wieder nicht geklappt hat, ein polnisches Team zu holen. Aber Polen war mal auch eine Top-Nation in diesen Campaign Cups. Gerade am Anfang von TM 2020. Da waren die mit die Favoriten. Mit Forever, Mime und Rotaka oder so. Stacked. Ist nicht Zodiac auch in Pole? Oder Borny? Also die hätten ja welche. Theoretisch.
Muss die V-Sites eintragen oder so? Mal eben gucken, ob. Ah, der Webseite hier wahrscheinlich muss man die Resites eintragen. Ich sollte mich vielleicht mal anmelden. Wissen wir dann schon, was als nächstes Match kommt? Upcoming Matches. Alles confusing mit dieser Webseite. Also ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wo wir dann sehen, wie wir dann sehen, wer unser nächster Gegner sein wird. Ich steige auch gar nicht durch. Wenn wir gleich 15 spielen wollen, wer ist dann der dritte Spieler, wenn Marius und Purple das spielen? Ich kann zu spielen. Okay. Jetzt gerade eben anguckt. Nice. Wurst discovered. Ah, discovered, der Kollege hat ja schon alle Champion Medals hier mit der. Ja, rediscovered. Ja. Okay. Ja, der Champion Medals holen. Die meisten waren gar nicht so schwierig. Was wie 20, wo ich gut gar keinen Bock. 13, 14. Ja, 13 war ein Krampf für mich auch. Ob 7 irgendwie 4 Stunden fast. Echt? Ich habe bei 7, ja. glaube ich, 2,5. Aber 7 Also, war meine schnellste sogar. ich glaube, auf mit 13 habe ich 3 Stunden, das war mein zweitlängstes. Also ich hatte neulich Map 7 mal kurz ein bisschen gehuntet. Ich habe vor uns überraschend festgestellt, dass ich da jetzt die schnellste PB habe von uns.
Dann habe ich da offensichtlich die Champion Metal. Ja. Und das hat tatsächlich nicht lang gedauert. Aber es war auch nicht verstanden irgendwie. Ich auch nicht. Also so Punkt 0 kann man fahren und alles darüber hinaus fühlt sich völlig random an, finde ich. Ja. Ist halt alles der Start und irgendwie manchmal ist man einfach schneller. Ja, genau. Soll ich die aber nochmal öffnen? Ich hatte da auch verschiedene Strategien probiert auf Map 7. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie ich es am Ende fuhr. Ich habe nicht diesen Wickel jetzt gemacht in meiner PB. Wie, du bist ohne Wickel gefahren? Ja, ich habe einfach nur einen leichten Speedslide über den Penalty Cross gemacht. Der Wickel war für mich super inkonsistent auch, ja. Aber ja, ich habe dann auch zwei sehr easy mit einfach nur Speedslide gemacht. Ja, ich habe irgendwann auch so einen komischen Wickel gemacht, nicht so wie der Weltrekord. Ja, mein First Try war jetzt eine 9-7. Das ist stark. Geh ich doch nochmal zurück auf Map 24. Das ist eine schwache Map von uns, wie es aussieht. Ja, ich hab die auch nicht geantwortet. Ich hab die noch gespielt vor 1-2 Wochen. Bisschen. Das ist auch einer der besseren Campaign Maps. Ja. Ich finde, das ist die beste diesmal. Vielleicht sogar die beste, ja. Was hat es mit dem Division 1 bis 3 Format auf sich? Wir spielen jetzt 5 Matches im Swiss-Format, jedes Team. Und dann qualifizieren sich alle Teams in die nächste Runde. Die Top 8 Teams kommen in Division 1 und spielen dann um den Sieg in den Playoffs nächste Woche. Und dann Platz 9 bis 6 sind halt Division 2 und haben dann halt auch nochmal ihr Playoff. Statt dass dann einige Teams schon ausgeschieden wären, wenn die noch alle ein bisschen weiterspielen.
Ne, der Gesamtsieg geht nur in Division 1. Also wir müssen Top 8 schaffen. Für die 5 Matches heute und morgen. Mit einer Niederlage ist man sicherlich immer noch in den Top 8. Was ich nicht weiß, ist, ob bei Siege 2 Niederlagen reichen kann. Ob es ein Team gibt, das mit der Statistik tatsächlich in den Top 8 ist. Kann sein, dass ein oder zwei es vielleicht tatsächlich schaffen, dann braucht man dann gute Resultate ansonsten. Ah, wir spielen gegen Spanien. Als nächstes. Okay. Dann guck ich direkt mal rein. Ah ja, das ist ein Ping. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Ich kann jetzt hier ein Compare machen. Select the team to compare to. Das ist ja doof. Der macht ein Average von den Top 5 Spielern. Das brauchen wir ja nicht. Kann man das ändern? Ach, da ist ein Slider. Das macht mehr Sinn. Okay. Okay, Map 7, Map 13. Ja, auf Map 7 und Map 13 haben sie bessere Resultate als wir. Ansonsten sieht es für uns gut aus. Und wo sind die jetzt besonders schwach? Map 23. Ja, Map 25. Oh, Map 20. Ja, okay. Map 20 ist aber auch ein bisschen Lotto. Ja, ich weiß nicht, wie ihr euch da fühlt. Ah, die würde ich auf gar keinen Fall spielen. Ja. Ich könnte sie spielen, aber... Schlechteste Map, glaube ich, ist es. Also Map 17 sieht safe aus. Die sind 348. im Average. Mit ihren drei besten Spielern. Das würden wir wohl packen. Da kann man mit Map 17 wieder. Und Map 11 sieht auch sehr gut aus. Ich guck mal nochmal, ob die irgendwie individuell ziemlich gute Spieler haben, aber auch 17. Nee, der beste ist 90. Map 9, okay. Map 10 vielleicht sogar. Was waren das? Also, ja, nee, Map 10 mag ich nicht. Map 9. Weil ich ohne Giuliano ist es. Digga. Map 9, nee. Warte, ich guck mal, was die vorhin gepickt haben, vielleicht. Bane. Ach, die hatten gar kein Spiel, ne? Die haben ausgesetzt. Stimmt, ja, die hatten kein Spiel. Okay. Ach, es ist ja schon 14 Uhr.
Ach, wie die Zeit vergeht. Ja, also, und dann geht's ja los. Welcher Server? A1. So, Spain beginnt mit einem Ban. Ja, Purple, ich hab's auch gesehen. Gehen wir einfach mal wieder in Team Red rein. Stimmt, joinen wäre nicht schlecht. Ja, aber die haben auch noch nichts gebannt. Sie wahrscheinlich auch gerade noch am Überlegen. Ah, oh, na toll. Sie bannen 17. Oh. Ja. Oh. Wir haben noch. Ja, genau. Wir werden natürlich jetzt eine von deren guten Maps bannen. Und ist das dann einfach Map 13? Auf Map 7 haben sie 2 Top 30 Seiten. Also, ich werde Map 7 auf jeden Fall nicht fahren. Und das. Also, lieber Map 7 bannen als Map 13. Nee, ich fahre Map 13 auf gar keinen Fall. Ich würde es auch ungern fahren. Ich würde auf jeden Fall Map 13 bannen. Ja, okay, dann. Ja, ich meine, ich hatte gerade. Ist da irgendwer gut? Ja, nicht schnell, aber consistent, aber das trifft auch ziemlich. Ich bin weder schnell noch consistent auf der Map. Ja, also, dann machen wir jetzt Probably einfach random. Mal einen Ban auf 13. Mal probieren, wo ist es denn? Da ist es. Okay, ich hab gerade gesucht. Also wir bannen einfach mal mit 13. Jetzt müssen wir noch eine Map picken. Und ja, von den ganzen Maps, die da jetzt in Frage kamen. Wo ist denn überhaupt der Pick und Ban? Ist es nicht im Discord? Nein, das, da gibt es einen extra Link auf einer Webseite dazu. Das ist Google Docs. Oh. Google Docs, ja. Also, wir haben Verschiedenes zur Auswahl. Was wollen wir denn nehmen? Was denn mit Map 15 einfach, wenn Purple da so gut ist? Ja. Da sind sie auch nur 219. Ja, dann nehmen wir sie. Map 15, it is. So, ich kann mir vorstellen, was deren erster Pick ist. Dann noch die Frage, was picken sie als nächstes? Und was picken wir als nächstes? Was ist unser zweiter Pick? Ja, die picken 7. Ja, also das war jetzt nicht überraschend. Ich frage mich, was sie als nächstes picken. Weil sie sind nirgendwo so richtig, richtig, also so nicht in den Top 100 mit ihrem Average. Was immer sie als nächstes nehmen, könnte gut für uns sein. Ja, ich würde sagen Bobsleigh. Ich sag, die picken Bobsleigh. Wie steht ihr denn zu die picken eine Shortmap. Wie steht ihr denn zu Map 25? Das war Rally. Ja. Rally Station Mix. Meins. Oh, Map 11. Map 11 nehmen die? Haben die das gepickt? Interessant, ja. Da, weil das ist so die, wo das am extremsten ist. Das haben wir 69, nice, als Average. Und die haben 369, auch irgendwie. Ja, aber das ist auch ein bisschen. Ja, das stimmt. Okay, was picken wir jetzt noch? Wir könnten auch Map 16 vielleicht.
Ich würde jetzt einfach mal die 23 vorschlagen. Auch Right. ohne Right. Juliane. Keine Ahnung mehr, wie die geht. Keine Ahnung, wie die geht. Na, dann schlage ich sie nicht vor. Also ich habe 22 und 24 kurz gespielt gerade. 22 und 24. Ja. 22 ist. Ah, das war die Grasmap. Ah, ist auch ja. beides fein für mich. Da sind sie aber auch nicht schlecht, die haben ganz okay Zeit. Das mit 12. Die 12. Die im Top 21 von Griff. Wir können gerne die 12 nehmen. Ich meine, die sind nur 200 im Average. Ich nehme mal einen, der sehr gut aus der Map ist auf 12. Wir haben auch gute Placements da. Ja. Wir nehmen einfach die 12 jetzt. Damit es zur Alright. Mitte kommt. Okay. Map 6 ist die Random Map. Yay. Och. Okay, also. 15, 7, 11, 12. Ich gehe mir mal mit Map 6 angucken in der Zwischenzeit. Wait! Elkon hat Deep Dip gefinisht. Lol. Oh, wait, ich what? Hab das gerade die ganze Zeit auf meinem iPad auf, aber ich habe natürlich nicht hingeguckt gerade. Holy shit. Ich sehe nur gerade, dass es durch ist. Er hat's geschafft. Armer Brand. Ja, nicht der armer hat Brand. Brand hat's schon gefinisht vorhin. Ja. Ach so. Ja. Lol. Da bin ich ja komplett raus. Warte mal, was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Boot? Wer votet denn hier für 17? Damit geht's nicht los. Really mad, ey. Gibt eine 15 los. Warum sind die nicht sortiert? Da. Ah, da war jetzt schon die. Okay. Also das muss man sich mal vorstellen. Deep Dip geht über weit über einen Monat schon hinweg. Und dann finishen die ersten beiden innerhalb von 3 Stunden. Das ist krass. Das ist doch nicht normal. Und das ist ein Unterschied von wie viel tausend Euro? Viele. Viele tausend. Ja. Ich bin überrascht, dass keiner das gespammt hat in meinem Chat. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht hingeguckt habe, weil tatsächlich hatten wir gerade kein Match gefahren. Es wäre also möglich gewesen, das nicht zu verpassen. Ich hätte auch gerne den Finish-Stock mal gesehen. Ja. Ich war sehr überzeugt davon, dass das niemand crasht, weil die würden nur committen, wenn sie sich sicher sind, dass sie da genug Speed haben. Also bei Brenn war es richtig knapp. Aber, ja, bei Brenn war ich dann maximal überrascht, dass er bei diesem Versuch draufgegangen ist. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass er es da versucht. Das ist jetzt so ein ultra schwerer Sprung am Ende, so Pixel Perfect oder ist das? Nee, es geht, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass Brenn Maximum Speed hatte. Okay. Und weil er nicht. Das wäre auch krank, wenn da so ein Pixel Perfect Sprung nochmal am Ende kommt. Das wäre nochmal ein richtiger Tilter zum Ende. Ich zieh den Boot nicht. Egal, einfach F1. Unser Lineup ist klar, oder? Ja, ihr drei. Ja, okay. Warm-up waren die recht gut. Ja, ja, wir sind besser. Ah, das ist gut. Ja.
Nice. Nice. Amana, da kannst du jetzt ja üben, Calls zu geben. Ich bin nicht mal auf dem Server. Achso, ja, True. dann nicht. Ja, Purple ist gut auf der Map. Jo. Vom 6 so stark. Komme ich öffnen gehen nicht nach innen in der Kurve. Passt, PB. Oh, wie habe ich den getauscht? Genau dann, wo wir ihn brauchten. Wollte sich den Ja, die lassen. ersten paar Runden muss ich erst die Map richtig lernen. Irgendwie lief's nicht. Okay, das war nice. 5-0. Ha. Auch nicht mal wieder wahrscheinlich, wenn Was ist Regen jetzt? jetzt kommt. 7. Wer spielt die? Ich. Nana die? Ich Oder? kann die auch vorspielen. Glaube, ich kann da auch Punkt 9, Punkt 0 fahren. Weil Dreams wollte, glaube ich, nicht, ne? Nee. Ja, okay, dann ist okay. Spielt ihr irgendwer in Chem 3? Oder spielt ihr alle Nee. Chem 1? Kein eins. Ich spiele Wood immer Chem 3, ich weiß nicht warum. Das funktioniert.
Bisschen zu viel Granate geguckt, oder wie? I guess. Hab ich auch mal gemacht, weil es funktioniert wirklich, wenn man schnell ist. Also Snow spiele ich auch komplett Camp 3. Snow finde ich auch nice in Camp 3. Aber Rally und Desert nicht. Ich spiele es in Camp 2. Snow in Camp 2 ist wild. Ja. For my chat, yeah, I play with a controller. You can see my inputs in the bottom right. Wir sind rotes Team. Also ich könnte euch vorschlagen, das dann tatsächlich auch so zu machen. Einfach nur einen leichten Slide, leichten Speed Slide zu machen in eine Direction. Ich mache einfach immer so 50% rechts, links. Aber am Ende ist doch ein Wiggle ziemlich viel schneller als das Pixel. Ja, also ich komme da nicht hin, was Granati und Co. machen. Aber ich habe eine 8-2 als PB. Ja, es fehlen halt so 2 Zehntel, ein bisschen mehr. Und Weltrekord. Aber ich kann halt konstant 0,9 und 0,0 fahren. Ja, ich sehe es gerade. Das ist schnell. Ich glaube, 0,0 ist bei mir auch noch drin. Ja, das fahre ich auch vielleicht, aber nicht jede Runde wahrscheinlich. Einer von denen ist hinten dran. Punkt 8 sogar. Er fährt auch nur Punkt 8. Wait, ich habe PP geteilt. Ich habe mein PP geteilt. Okay, gut. Ja. Und leider haben wir trotzdem verloren. Wow. What the fuck? 8 war ich nie im Leben. Good round, I guess. Ja. Trotzdem verloren. Ich dachte auch nicht, dass ich Punkt 8 habe. Einer getrashed. Oh, was war's? Wir sollten noch haben, oder? Ja. Er hat auch gecrashed. Ah, nice. Von einer guten Runde zu einer auch guten Runde. Das ist ein ziemlich hohes Level, glaube ich, auf der Map. Ja. Sind gerade beide vorne. Holt auf. Schade. Weiß nicht, ob ich so riskieren musste, aber es hätte eh nicht auch gereicht. Hätte eh nicht gereicht, auch mit dem ersten. Gute Zeit. Only. Ja, Punkt, beide Punkt 9.
Irgendwie muss ein bisschen. Einer hat gecrashed, ihr habt's. Nice. Das Witzige an der Strecke ist, wenn man weit außen fährt in der ersten Kurve, ist man halt gnadenlos letzter, aber dieser Overspeed über die ganze Map bis zum Ziel, ne, dann ist man plötzlich da. Das ist richtig gut. Müsst wieder risken. Oh! Absolut. Holy shit. Um 90, ja. Oh, jede Runde ist so. Läuft es für uns? Hi, Onyo. So far, so gut. Das ist deren stärkste Map hier. Shit. Oh. Mann. Kann ich mal aufhören, auch eine Punkt 8 zu fahren, wenn ich eine Punkt 8 fahre? Punkt 8, ihr seid echt stark. Ich muss es lösen. Fünfter. 8-3 und. Das ist eine Runde. Ja, Fünfter mit einer 9-7. Ja, gut. Ja. Ich würde aber sagen, auch wenn wir die jetzt hier verloren haben, kann das trotzdem ein Pick für uns sein gegen andere Teams, weil ich glaube, dass die schon exceptionally good sind auf der Strecke. Safe. Boah. What nun? 11, glaube ich. Ja, true, die haben 11 gepickt. Sind die gut auf 6, falls es zum letzten Pick kommt? Kann ich mal eben gucken. Nee, die sind. Ja. Wenn sie waren überall 90. Schlechter als wir. Ja. Also, es ist so knapp. Ich meine. Deren Average ist 282, unseres ist 146. Hört sich nach einem großen Abstand an, aber das sind 200stel Unterschied. Also, nix. Map 11. Fährt wer? Ich denke mal, ihr drei. Okay. Außer spricht was dagegen. Mal gucken. Ja. Glaub nicht. Ich hab die jetzt ein paar Mal Matchmaking gehabt, ja. Ja, bist du eigentlich einfach nur der erste Drift, oder? Ja, alles größtenteils, halt, das ist halt eine PF-Map. Ich meine, ich habe im Matchmaking ganz häufig Positionen am Ende gut gemacht. Hab halt versucht, wenig im Slow-Mo zu sein, früh in den Reset. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie man diesen letzten Loop benennt. Also ich glaube, bevor es dann in den Slow-Mo geht, man möchte so ein bisschen nach oben. Ja, aber und, dann steiler nach unten. Natürlich nicht übertrieben steil, aber schon steiler nach unten, damit man nicht so lange im Slow-Mo ist. Ja. Jo. Meine, was denkt ihr denn, was ihr für Zeiten fahrt? In Konstant? Ja. Mit 0 oder so. Null.
Punkt 0 ist ziemlich gut. Ja, würde ich auch mal sagen. Also Punkt 2, Punkt 3 vielleicht. 1, wenn es gut läuft, Punkt 0. Unwahrscheinlich. Ich glaube so Punkt 1, Punkt 2 ist auch bei mir. Wenn du den ersten Drift verkackst, fährst du halt den Punkt, weiß ich nicht, 8 oder so. Ja. Ja, soll mal gucken, dass man zumindest den Exit immer hinbekommt. Ja. Ich meine, theoretisch sind die nicht so schnell. Ich weiß nicht, warum sie die Map gepickt haben. Wir werden sehen. Das vielleicht gehen sie Cut. Ja. Offline Cut gehandelt und jetzt wird's GG. Jetzt ist Cut, ja. 4.1, ja. Cooler Run ist nur Punkt 1 von mir. Ich fahre halt 4,5. Meine PB ist 0,37. Okay. So. Ich gehe mal Spec. Ist schon ein guter Start. Eigentlich kann ich ja schon hier sagen, dass man schon fast safen könnte. Och Mann. Ist zum Glück unserer. Aber wurde dann knapper. Das Ende ist auch komisch, ich bin da irgendwie manchmal einfach Fünfter auf einmal und dann bin ich im Ziel manchmal Zweiter. Nee, das ist logisch. Das liegt daran, wie weit du springst, wenn du da runter droppst. Weil du sehr, sehr spät erst in den Checkpoint kommst, aber dann bist du schon näher am Ziel. Der letzte Checkpoint ist absolut unaussagekräftig. Oh, ey. Okay, ich bin getrasht. Mana ist gecrashed, also. Das haben wir Cat Dreams. Ich hab nicht so viel Speed. Ja. Egal, schaffen wir. Also Purple, du musst den einen Typen kriegen. Cacknames ist auf 3, hat auch ein bisschen Vorsprung. Oh, what the fuck, der ist ja so weit entfernt. Ja, das wird eher nix, aber. Komm, Crash, das Ende. Ja. Der ist auf Punkt 0 gefahren, ja, das wird schwierig bei mir. Ja, mit einem guten Start geht es. Ich will den Start aber auch nicht so krass risken. Ja, ich auch nicht. Tür zu. Unio, ja, wir haben uns erst angemeldet, aber es ist auch das beste Team in beiden Fällen. Ja, einer von denen ist schon mal gecrashed. Da ist der Punkt 0. Boah. Stark. Also einer von denen ist wieder gecrashed. Die Runde auf jeden Fall gewinnen. Vor allen Dingen ist der schnelle von denen gecrashed. Der Griff? Ja. Also ja, es sieht gut aus. Cake Dreams ist weit vorn. Und der erste Platz reicht ja. Nice. Ich bin ein bisschen langsam. Aber ihr beiden macht das ja schon.
auch immer kriegen. Okay, also wir haben den 6. Platz und die haben den 5. Platz. Relativ safe. Wir müssen einfach vorne mit einem die Runde gewinnen. Ja, Purple, das sieht gut aus. Nice. Das ist eine schlechte Runde. Ja, tatsächlich. Egal. Zwei von denen haben gute Starts. Der andere ist letzter, aber vorne müssen wir noch was reißen. Den krieg ich, oder? So. Cactreams? Oh, Digga, aus der Speed von Cactreams. Nice. Nice, wir brauchten 2 und 3, oder? Was war das für ein Overspeed? Ja, ich hab's Ende gelöst. Das war das GG, nice. Ja. Jo! Deren Pick gewonnen. War schon. Was kommt jetzt nochmal? Keine Ahnung, was haben wir gepickt? 11? 12? 11? 12. 12. 12. Der fährt 12? Ich kann die. War das auch wir 3, glaube ich? Auch wir 3, okay. Guck mal. Sollte bei einer guten Runde so Punkt 9. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so schnell bin. Glaube ich auch nicht. Ja, ist auch mal bei einer guten Runde. Das Gear hier mit diesem Booster ist schlimm. Oh, der No-Schleid. Okay, Punkt 1. Ja, auch Punkt 1, ja. Guck mal. Wenn Lars jetzt auch finishen sollte, es ist schon unlucky für Hazard, weil der kann heute nicht spielen und dann an dem einen Tag, wo er nicht da ist, dann alle drei durch. Ja. Das wäre schon hart. Das... Aber die Chance, dass Lars heute finisht, ist halt schon sehr gewaltig. Vor allem, naja, der Vorteil ist halt immer, jetzt kann man ja schon die Strats angucken von den anderen. Ziemlich gut. Ja, sie sieht gut aus, haben Top 2. Mit gutem Vorsprung.
Mana. Hallo? Ich hab dich. Nein. Schade. Ja, Elkhard hat auch gefinished. Beide Max. Sieht gut aus. Was? Aua. Die geht verloren. Das war jetzt ein Crash zu viel. Ja. Egal. Oh, PPW. Och, Leute. Wow. Neues Tag. Danke. Gott, hab ich einen Booster geklippt. Oh no. Ich hatte mehr Airtime. Ich hatte ja auch Airtime. Hm. Ich bin zu doof, ich bin aufgefahren. Oh! Einer von denen auch. Aber ich glaube, dass es trotzdem nicht gewinnen wird. Das ist so eine Kackrunde hier. Wird noch Zeit. Ich hätte auch keine PB fahren sollen. Ja, ich wollte schon die ganze Zeit sagen, wir wissen, was jetzt passieren wird nach der PB. Aber gut. War deine Schuld. Ja, PB gefasst hat er nicht mal was gebracht, trotzdem verloren. Ja. Okay, aber jetzt Refocus. Also die Map sollten wir gewinnen. Oh ja. Ist definitiv die bessere Map zu gewinnen als Map 6. Gut aus. Top 3. Top 2. Ja. Nice. Das hat gefühlt alles diese eine No-Slide da. Ja. Bei dem Booster. Tot. Das ist leider der Runde.
Müssen weniger crashen. Gutes Dirt. Ja. Das ist unsere. Einfach reinfahren. Nice. Einer noch. Jetzt nochmal wiederholen. Jo. Geht sogar ein, zwei Zehntel langsamer. Würde auch reichen wahrscheinlich. Ja, true. Einfach nicht so risken. Sieht gut aus. Ja, that's it. GG. Nice. GG. Nächstes Match zum 3, oder? Ja. Ja. Dann bin ich jetzt in der Viertelstunde kurz weg. Okay. Wird das nächste Match wahrscheinlich gegen ein Team sein, das auch 2-0 steht, ne? Ja, sicherlich. Es wird sicherlich nicht leichter. Ja. Ja. Ah, es wurde eingetragen. Von irgendwem. Oder muss ich hier noch irgendwas machen? Von Firmen oder so? Ich ja noch nicht so ganz durch. Ich bin schon wieder nicht eingeloggt. Warum denn? Mann. Ah. So geht das. Bestimmt müssen das die Admins approven oder so. Die Score. Thank you.
Welchen Map hunt ich denn jetzt ein bisschen? Gute Frage. Dänemark ist ziemlich gut auf 15. Meinst du, gegen die spielen wir? Also ich guck mal gerade Spammy Stream und die sind sehr gut auf 15. Mach jetzt die auch mal auf. Ich guck auch mal deren Team durch von Spam. Aber das sieht komplett cracked aus, auch die ganzen Rekorde. Die haben einige Top 10s. Ja, die haben häufig so einige Hunter. Ja, vor allem Darkest Sentinel, ich wusste gar nicht, dass er so viel Campaign spielt. Der hat letztens erst wieder angefangen, Campaign zu spielen. MM zu spielen. Der ist ja crazy unterwegs. Ich spiele mal Map 8. Map 8, das wäre vielleicht sogar ein ganz nicer Pick, weil da hast du zum Beispiel auch Netherlands 1 gar nicht so stark. Ja, bisher habe ich die Map aber auch noch nicht so ganz verstanden. Welcher Map? 8. Oh, 8. Gut, deswegen weiß ich es doch nicht. Ich bin so jäckig, diesen Trip zu halten am Ende, das kriege ich einfach nicht hin. Schwierig ist das, dieser Mouse-Light. Boah, komisches. Ja, das Problem ist, man hat ja auch nichts zum Anvisieren. Ja, geht's auch weit. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt einen Break-Tap machen muss, oder ob man das Fullspeed schaffen kann. Diese Wand da? Ja, den Warrider. Ich glaube. Die Strat ist da einfach zu releasen vorher. So, ich mach doch mal Breakdown. Ja, ich glaube, am Ende des Tages, wenn du damit besser bist, konstanter, dann go for it so. Wichtig ist, glaube ich, dass man relativ tief rauskommt, weil man dann auf dem Dirt wieder das D ziehen kann. Einfach Exclamation Mark TSCC, Bruder, abschauen. Da ist ein Link drin dann. 12 könnte wirklich auch ein guter Pick sein für uns. Gegen gute Teams? Vielleicht, ja. Wie viele anderen so, wie stark die anderen Teams da so sind. Welche Teams sind da noch so richtig krass? Also Spams Team offensichtlich. Ja, Dänemark. Dänemark. Solly. Ah, Solly ist jetzt mal der erste True. Und Dunste. Slowitz spielt auch wie MM. Ja gut, Solly hat dann auch irgendwie, weiß ich nicht, 10 Top 10 Zeiten gefühlt oder so. Ja. Was willst du picken so? Ja, so richtig sicher ist da natürlich nichts. Das Problem ist halt immer, wenn einer richtig krass ist, dann haben die halt oft einfach ersten so. Ja. Dunst ist so Punkt 7 gefahren im Limbs beim Match da. Punkt 7 auf welcher Map? Auf 15. Ah, okay, 15 ist sehr gut, ja. Ja, 15 sind die sehr gut. Ist halt eine Dirt Map, Dunst ist ein Dirt-Spieler. Ich kenne ihn. Oder war er früher? Ist definitiv sein bester Style. Also es ist so eine gute Zeit auf der 8, dass man da so fahren kann. Also ich weiß nicht, wie es in Rounds aussieht, was da
gute Spieler schaffen. Also ich bin schon mal happy, wenn ich den Sub mache. Auch wenn das immer schlecht wirkt. Das wirkt immer schlecht, nur einen Sub zu machen, also... Das war gerade so Punkt 6 konstant. Punkt 5. Gerade. Ja, das ist definitiv... Das ist schon gut. Ja. Also das denke ich sehr gut, ja. Ja, also ich weiß nicht, wenn die anderen da zu krass sind, dann wäre das vielleicht ein Pick. Ich habe halt einfach noch nicht so ganz das Gefühl für die Wallride raus. Und es ist halt praktisch nur das. Aber wahrscheinlich müsste ich die anderen ganz aber... Ja gut, diese komischen Grip-Halte-Dinger sind auch noch wichtig an sich. Ja, also ich krieg die eigentlich immer hin. Das Grip-Halte ist eigentlich nicht so wild am Ende, finde ich jetzt im Vergleich zum Ballwide zumindest. Ah, ich weiß nicht, ich habe in diesem Trackmania schon immer Probleme gehabt, Grip zu halten. Oder zu ahnen, wo, ab wann man abspringen würde. Ich bin in Cup of the Day so häufig im Seeding eine komplett falsche Linie gefahren, gleich auf dem ersten Block nach dem Start. Weil ich dachte, ah, da würde man ja springen und dann tut man das gar nicht. Hat mich daran erinnert, dass ich ja ein YouTube-Video hochladen muss. 3 Stunden verspätet. Was lade ich denn da hoch? Na, es wird einfach nochmal ein Original of the Week. Oh, Lars ist wohl gefallen. Irgendwann, wo ich nicht geguckt habe. Also Juliane kommt heute nicht mehr, oder? Wahrscheinlich nicht. Völlig vergessen, ey. Naja, den gibt's auch. Ist ja gut mit 23 dann, aber... Okretzik, we have 5 matches no matter what this time. That changed a little bit. It's not over after 3-0, but we have one more match today and tomorrow we will 2 more matches. Na, 23 wäre wahrscheinlich ein relativ safer Win gewesen, ne, mit Troiano. Jo.
Auch ohne ihn. Wir können die trotzdem picken. Theoretisch. Haben wir schon einen Gegner? Nee. Oder? Nee, ich glaube nicht. Ja. Die Frage ist, wir wissen ja noch, dass der nicht da ist, der Kollege schon. Ja. Wir werden nicht bloß drüber reden hier. Ja, stimmt. Der kommt gleich. Also ich habe eine Strategie auf Map 23 am Ende gefunden für Rounds, theoretisch, aber ich habe die ja nie in Rounds gespielt. War meine Map Discovery am Anfang der Season. Dass ich nämlich Action Key 3 nutze. So. Und ich halte Action Key, also ich nutze Action Key 3 für den Rally Part. Und lasse Action Key 3 drin bei dem Sprung zu dem Quarterpipe-Schramm am Ende. Ich fahre praktisch mit Action Key 3 nach links und auch nach rechts. Und das passt dann automatisch. Ich kriege automatisch eine gute Linie in dieser Quarterpipe. Da auf dem Plastik musst du bremsen eigentlich, ne? Um den so einen Nose-Down zu kriegen. Mit dem Relikar. Weiß nicht, wie viel das safe, dieser. Das bringt richtig viel, glaube ich. Okay, aber, na, das aber wusste ich gar nicht, dass das ein Ding ist. Ja, ich bin da immer nur Vollgas gefahren und wenn ich dann lande, einfach mit Action Key 3 voll einlenken nach links, voll einlenken nach rechts, man hat den perfekten Winkel für den Quarterpipe-Sprung. Das ändert sich natürlich, wenn jetzt irgendwas mit Bremsen da ist. Dann ja, ist es vielleicht nicht mehr so. Ja, die Frage, was nachher für dich am schnellsten ist in Rounds so, aber. Nun, ich werde die ja vermutlich nicht spielen. Ja, okay. Oh, Dänemark gegen Südafrika 3-2. Erstmal in Südafrika. Na, genau. Ja, Trident ist ein Player, den hatte ich neulich im Matchmaking. Trident, ja, da war Matchmaking in meinem Team. Ja, sind die so stark? Ah, das Supermax ist da. Das okay. PMX. Der ist auch gut. Können wir noch mal vorstellen, dass wir die Ice Map picken, eventuell. Ja, wenn du da Kopf wieder drauf seid, dann könnt ihr das machen. Da war Dreams auch ziemlich gut, ja. Ja, die geht eigentlich. Ab auf der 8 P-Beat. Nice. Punkt 46. Nice. Oh, okay. Es wird ja jetzt nicht viele Teams geben, die 2-0 haben. Hat Netherlands 2-0?
das erste Team mit Sicherheit. Dänemark wahrscheinlich. Fragt sich, wen wir da jetzt bekommen. Ja, so betrachtet eigentlich nach dem vierten Match müsste ja schon so ziemlich jedes Team bis auf eins eine Niederlage haben. Also wird es viele mit 4 zu. Also wird es viele geben, die am Ende auf jeden Fall eine Niederlage haben. Vielleicht reichen 2 Niederlagen tatsächlich auch. Okay. Wir werden sehen. Ich meine, so ein Swiss-Format, das kann halt auch richtig unlucky laufen. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Ich hab das noch nicht gespielt. Ah, gegen Norwegen spielen wir. Ah, okay. Wir sind gut, oder? Wer ist Norwegen? Ja, oh, die sind dritter Seed. Oh ja, die haben gute Spieler. Ja, Sin ist crazy. Er hat gute Zeit. Andy Baguette, Magdag. Ich glaube, auf der Ice-Map sind die dann wahrscheinlich gut. Und auf Bobsley natürlich auch. Ja, I mean, Sin hat auf jeder Map gefühlt Top 100. Ja, crazy. Fast Top 50 gefühlt auf jeder Map. Holy shit. Okay. Da kann man nur fürs kleinste Übel gehen. Oh ja. 17 sieht nicht schlecht aus. Wenn die nicht gebannt wird. Ja, die sind echt auf vielen Strecken. Achso, right. Ja. So. Sind die gut auf Map 7? Außer Sin. Einer hat noch eine Punkt 8, ansonsten nicht so. Krass. Könnten wir auch probieren. Das wird auf jeden Fall not easy. Wir sind jetzt nicht mit Match 1. 14 sind die ultra stark. Die Frage ist vielleicht auch, was wir bannen wollen. Mit 9 oder so? Haben die viele Webseil-Spieler? Ne, ich glaube nicht. Also, ich hatte eben noch vorgeschlagen, die Ice Map zu picken, hier könnte ich sie mir vorstellen, zu bannen. Weil ja, die sind 20. Im Average von ihren Top 3 Spielern. Ja, das vielleicht machen sie ja Fehler. Surely, Norwegen wird Fehler machen auf Eis. Weiß nicht, 19 kann man noch überlegen. Ja, deren schlechtesten Mal ist wahrscheinlich sowas wie 20, die Wet Eis, die Wetwood Dinger. Ja, aber sind wir da gut? Wahrscheinlich nicht spielen. Aber. Das ist meine schlechteste Map. Wird andere Maps geben, die besser sind, wahrscheinlich. Ich würde sagen, 17 ist eigentlich ein guter Pick. Vielleicht Map 7, weil eigentlich war Konsistenz hier ja gut. Ja, vielleicht auch die. Ja, die. Oh Mann. Ich muss aber nochmal gucken jetzt. Ah. Mit 18, ah ja. Also bei den ganzen Rekorden finde ich es irgendwie weird, dass wir Seed 1 waren. Wenn ich das so sehe. Wir sind Seed 1. Ja. Mit Juliane wäre es wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer. Ja, stimmt. So. Wie ist Map 18? Da sind die nur 104. Wir sind 46. im Average. 18 ist das ist die Rise Map, oder? So ein Lounge, nee, das ist die mit dem Wood Ending da. Mit dem Wood Herd am Ende. Also die kann ich gar nicht. Nicht? Ja, ich kann die wo probieren. Wo kommen denn, wo kommen die guten Zeiten denn her? Oder hat der Juliano Champion Medal Hand? Also ich hab halt Champion Medal geholt.
Bei mir halt auch. Aber ich glaube, ich kann die auch halbwegs konstant. Bis aufs Ende? Ich auch. Ja, bis aufs Ende, glaube ich auch. Ich bin gerade ein bisschen confused. Es gibt hier Zahlen, die nicht grün sind, obwohl sie niedriger sind als beim Gegner. Auf Map 12 steht bei mir eine 31 und bei denen eine 53, aber bei denen ist es grün. Vielleicht, weil die bessere Bestzeit haben, oder noch? Das weiß ich nicht. Confusing. Achso, die müssen noch erst bannen. Was? Ja, ich muss auch mal das Ding aufmachen. Also. Da. Hier, Germany gegen Norway. Uff, das wird schwer. Norway. Ich guck mal, was die gespielt haben letztes Match. 22, 29. Okay, die haben ihren ersten Ban gemacht. Yes, die haben Map 23 gebannt. Die wissen nicht. Ja gut. Jack. Completely Jack. Ja, so. Ja, wir bannen Eis, oder? Bei denen kann man alles machen. Ja, kann man wirklich. Ich tendiere dazu, weil es gibt jetzt keine andere Strecke, wo wir so platzierungstechnisch komplett schlecht wären. Ich weiß es nicht, bei unseren Platzierungen ist natürlich teilweise Juliano treibt es nach unten auf manchen Strecken. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das mit nur uns auch klappt. Ja, aber wahrscheinlich eher so auf Black Maps oder so. Und ich glaube, die gehen eigentlich. Also ich würde jetzt schon tendieren, dass wir einfach die Ice Map wegnehmen. Also machen wir das einfach mal. Ja. Aber warte mal, die haben ihren Ben weggenommen. Was ist das denn? So. Wahrscheinlich, weil sie gehört haben, dass wir uns freuen. Das haben wir gesehen, ey. So nicht. Da trage ich wieder ein. Ja. Jetzt was sind wir eigentlich? Hi. Boah, ja, was picken wir? Hä? Ein neues? Oh, wir haben neues Docs. Ah, da steht wieder 23 drin, nice. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich muss jetzt bannen. Ah, da. Also 14. Was, ne? 14. Ja. So, bann. So, jetzt kommt das Interessante. Was picken wir? Ich fand die Idee mit Map 17 ganz gut. Ich tendiere auch zu 17. Ja. Ja, dann nehmen wir die. Boah, schafft er schon. Wir haben ja auch dann noch einen zweiten. Schafft ihr schon? Ja, was wäre unser zweiter Pick dann? Ja, maybe die 7. Ja, aber das ist ein ausgeglichenes Ding natürlich, aber ja, vielleicht. Oder die 8. Wenn du da gerade so gut warst. Haben die schon mal die 7 gespielt? Wir haben die 7 eben gespielt, es war die Woodpress. Nee, ich meine die andere. Ja, nee, aber wir haben die gerade gefahren, offline. No way, ich kann mal gucken. Nee, ich glaube nicht. Wenn ihr auf, der 8 sind die halt Punkt 4, Punkt 4, Punkt 5 PBs, die sind sehr gut da. Ja, es ist nicht so. Was ist mit Map 11? Da haben die angeblich 238 und wir haben 69. Wegen Cut, Champion Medals. Cut macht, da kann man nichts sagen. Ich war vorhin auch nicht so gut auf 11, also dann kam ich wahrscheinlich auch raus. Aber wir haben zumindest schon mal gefahren. Ja. Wie ist mit Map 12? Da, glaube ich. Da haben die Top 5 und ja, der zweite 100.
fährt Punkt 7 im Match, habe ich letztens gesehen, teilweise. Ich glaube, mit 7 wäre am besten. Ja, da fehlt es. Oder halt 18, aber 18 ist halt Lotto. Ich habe noch eine andere Idee. Was ist mit der Rice Map? Ja, die Eiskunden können die bestimmt auch das. Vielleicht, ja. Ja, Rice Maps, keine Ahnung. So mega schnell bin ich da auf jeden Fall auch nicht. Also meinetwegen nehmen wir Map 7, weil wir die vor uns erst gespielt haben. Mal sehen, was die picken und. Es sind 16-15, aber 14 ist gebannt. Wir können leider nicht das Pattern fortsetzen. Wir können ja die 13 nehmen. Passt schon. Ja, dann lieber 7. So, 16 nochmal. Achso, die Reaktor. Ja, genau. 9 ist auch gut. 9 ist 96 versus 97. Ah, ja, ist das knapp. Okay. Asch, Bobsway. So, wir sind jetzt Match 3. Haben da ein anderes Passwort jetzt. Das heißt, 17 fahren Dreams, Marius und ich? Dasselbe Line-Up wie vorhin, denke ich, oder was? Wie gut bist du da, Purple? Ich kann mal im Warm-Up gucken, ob die lange nicht mehr gespielt. Ich bin nicht besser als ihr. Jetzt MacDuck. Oh, Klaps. Oh, wir werden gecastet. Von? Boni ist da. Wahrscheinlich der Mainstream. Okay. Warum in unserem einzigen Match, was wir wahrscheinlich verlieren werden? Ja, ist ja wirklich. Mano. Team wechseln, rot beitreten. Warte mal, nee, es sagt tatsächlich red beitreten. Also ein bisschen Englisch. Ihr wisst Team rot oder blau? Irgendwie sind alle in rot, aber ich dachte, wir gehen einfach. Lass einfach, alle rot gehen. Aber erste Map ist 17, oder wie? Ja. Ja. Wir haben noch nicht 7 sind. Wir haben noch keinen. Ich meine schon mal die Action Keys, ja. Mehrere Action Keys? Ja, ja. Rally? Okay. Ja, bei 17 fahre ich mit 3 und 2. Ah, okay. Ich fahr schön mit allen. Ja, noch ja mehr das Keys, Piano ist am, das Piano ist am Spielen, ne? Ja. Server verwalten, Streckenliste. Lass aber mal ein Match auf 7 fahren. Da haben wir jetzt wahrscheinlich wieder Warm-up, ne? Juliano. Man, wer auch immer nicht spielt. Guck in den Chat. In unseren Chat. Er hat geschrieben, oh shit, ist das heute? Also, vielleicht kann er mit Map 9 helfen. Zu seiner Verteidigung, ich wusste auch bis gestern nicht, dass es heute ist. Ah. Ich dachte, es wäre am 15. Es ist beiden Wochenenden. Ja. Ja, vielleicht kann er uns helfen, ja, auf den letzten beiden Maps. Die blauen Maps hat er, glaube ich, alle nicht gespielt. Aber
Ein Bobsleigh kann er, glaube ich. Ja, da brauchen wir ihn auf jeden Fall. Also, und ihm schreiben. Wer auch immer von uns nicht spielt, kann dann auch überlegen, ob er eine dieser letzten Maps trainiert oder ob er halt called. Ja, ich glaube, ich könnte mit 9 ein bisschen üben dann. Was warten die hier so für Zeiten? Auf 17? 48 low, wenn's gut läuft. Ja, ich auch. Okay. Das ist gut. Mit den Original Cars ist manchmal die Kamera total verbuggt, wenn man eine Runde neu starten will. Dass dann am Startblock die Kamera von der Seite guckt. Hat die auch gerade, ja. Ich hab grad genau, als du es gesagt hast. Okay, ja. Vielleicht hat es dann noch andere Gründe. Das ist. Aber ich hab das gerade zum ersten Mal. Ich auch. Oh, also spielt ihr das? Warum sind alle Team Rot? Wir probieren's. Ja, ich weiß nicht, wenn ich das ist. Na, ich spiel's aber nicht. Ich sehe noch das Team oder? Ja, die sind jetzt dort. Also ein paar sind rüber gewechselt. Wahrscheinlich die spielen. Kommt Juliano dann ins Weiß? Ich kann mal fragen. Oh nein, ich bin crashed, fuck. Letzter. Oh, nice, Jungs. Oh, stark. Okay, die sind echt schlecht hier. Ich hab sogar einen Crash. Man sollte es nicht nach einer Runde beurteilen. Ja, Jinx ist nicht. Okay, Juliano kommt. Ja, ich hätte vielleicht auch früher einen Kommentar von den Crash. Hätte vielleicht auch früher einen Kommentar schreiben können, dass es jetzt ist. Und nicht erst in der Nacht. Oder am Abend oder wann auch immer. Boah, das war. Okay, ja. Einer von denen ist completed. Nice. Ihr seid erster, zweiter? Hallo? 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 Sorry, ne, ich hab nicht gewusst, dass es heute. Naja, beide Wochenenden. Okay. Wusste ich auch nicht. Mal. Ich ist voll verpennt. Ich bin gerade erst aufgewacht. Dann hast du ja auch verpasst, dass zwei Leute Deep Tip gefinisht haben. Ja, habe ich auch verpasst, leider. Ich hab gehört, Brenn und Dings, ne? Und Elkon. Ja. Jo. Ihr habt, oh, Cack Dreams ist gone. In die Fackel. Mana muss noch den dritten vielleicht snipen. Alles weg.
Naja. Oh, knapp. Schade. Knapp. Aber definitiv winnable. Ah, jetzt hat deren 23 Ben ja doch Sinn gemacht. Die wussten's. Wir gerade schon gegen Norwegen. Ja. Ja, erste Map. Ja, welcher Server ist das? Match 3. Ja, das ist knapp vorne. Einer von denen Full Crash. Ja, habt ihr. Easy. Boah, ich bin von 4 auf 1. Sehr nice. Was ist los bei uns? Holy shit! LOL! Nice! Okay. War eine gute Teamleistung in der Runde. Ja, wir haben das. Hier jetzt nicht beide gesniped wird. Nee, mach das. Easy. Ich finish auch noch. Nice. Okay. Was war Map 16? Reaktor. Last Reactor. Ach, hey. Ja, für die. Wer ist denn da gut von uns? Was waren denn unsere? Ich hab die so lange nicht mehr gespielt. Ich hab die vorhin Matchmaking gehabt, aber es lief so semi gut. Ich glaube, das war auch tatsächlich eine unserer schlechteren insgesamt. Das ist nicht 16. Schade. Bist du schon bereit, Juliano? Ist Map. Ah ne, du hast die Maps nicht gespielt dann in der Mitte von der Kampagne, ne? Ne, ich habe die ewig nicht mehr gespielt. Ich habe die seit einem Monat oder so nicht mehr gespielt, aber soll trotzdem funktionieren eigentlich. Für morgen probier ich mal ein bisschen zu trainieren dann. Also ich glaube, ich bin nicht wirklich gut auf Map 16 jetzt, also nicht gut genug vorbereitet. Ich guck mal. Aber die Map habe ich noch nie gespielt. Ich glaube, hier bin ich 6000 oder so. Naja, also ich weiß nicht, ob es mit Purple, Kick Dreams, Mana, ihr drei macht das. Ja, wird schon gehen. Ja, probieren, ja, komm was. Ja, Amin ist deren Pick. Das zu gewinnen, deren erster Pick zu gewinnen, wäre krass. Und haben die gute Placements hier? Wahrscheinlich schon.
Na, besser als wir. Es war schon ein Unterschied da, auf jeden Fall. In beiden Picks war ein Unterschied. Nächste Map, Map 15. Ist jetzt keine schlechte von uns. Das könnte dann schon spannender sein. Ja, da bin ich halt gut. Das macht ihr drei wieder, ne? Darf man während der Runde andere Maps noch trainieren? Also muss ich, kann ich raus aus dem Server? Oder? Ja, ja. Kannst du. Okay, interessant, dass die, die letzten beiden Maps, vor allen Dingen die Random Map, die allerletzte ist Map 9, die Bobsleigh. Das wäre ja was für dich, wenn es dahin geht. Und wir haben einen zweiten Pick Map 7 gepickt. Aber da denke ich, können wir unser Lineup beibehalten. Ich weiß, außer du bist da richtig stark, ich weiß es nicht. Welcher Map? Die 9. Also 7 haben wir gepickt, das ist die Wood Precision Map. Und dann gibt es noch 9, das ist die Decider Map, die Random. Ja, ich bin bei beiden nicht Top 100, aber fast. Also ich habe bei beiden Champion Level, aber mehr nicht. Ich habe die anderen Maps gar nicht unlocked, weil bei mir die 8 einfach gelöscht wurde. Lol. Ach ja. Ich bin nur auf der 16 hier den Start komisch, der Rest, der geht eigentlich fit. Das geht über den 9. Der Start ist auch, macht auch richtig viel aus. Ich krieg das Gear nicht hin, sogar in meinem Team. Er ist Punkt 0 und Punkt 1 gefahren, 43. Ich fand das. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich hab er ist Punkt 0 gefahren? Ich bin jetzt Punkt 0 und Punkt 1 gefahren, meine beiden Runs. Punkt 2 gefahren. Dann ist witzig, in dieser Tabelle, wo man unsere Platzierungen sehen kann, da stehst du auf Platz 1 auf Map 8, Juliano. Wahrscheinlich noch mit einem Bug-Run oder so? Ja, ich habe das mit dem Dings gemacht, mit diesem Uber-Bug-Dingsbums. Ja, aber es steht immer noch auf Platz 1 in dieser Tabelle drin, obwohl es ja eigentlich nicht mehr zählt. Ja, das ist witzig. Ja, bei mir wurde meine kompletten Rekorde dort wurden alle gelöscht, auch meine, die ich davor gehandelt hatte. Ach, die alten auch? Ja, die haben nicht zurückgesetzt, sondern einfach komplett gelöscht. Bei mir wird gelöscht, obwohl ich gar keinen Cut gemacht habe da. Ich auch nicht. Ich habe da auch keinen Cut gemacht. Oh no, ich bin getouched. Ich hab einen Grand Puff bekommen. Ist immer noch eng, Coco. Dead last. Naja, nicht so weit hinten, du kannst doch einige hochrennen. Oh, ich bin erster. Ja, ist safe. Einer ist gecrashed von denen und wir hatten es auch so. Wait, PB? Alter. PB, boah. What the fuck? Wo kommt die noch immer her? Naja, du hattest 2 Minuten Warm-up, ich meine, da kann man nur PB fahren. Ja, fuck. Dann ist es halt so. Na, gleich mal den Gegner ein bisschen Angst machen hier. Ja, ja, ein bisschen mentalen Druck hier. Boah, was ist das für Gear? Sieht gut aus, wir haben Top 3. Warum haben die das dann gepickt? Also ich weiß nicht, ob die einfach nur choken oder. Vielleicht waren unsere Records nicht so gut. Also. Ich glaube, ich bin bereit auf der 9. Allein wenn man jetzt die Rekorde anguckt, ist das jetzt kein schlechter Pick, würde ich denken. Vielleicht haben die einfach Cut gehandelt und haben vergessen, dass sie einen Cut gehandelt haben und dachten, die sind ultra gut. Aber da ja, ist einfach nur Cut. Ich glaube auch nicht, dass sie gerade geantet haben. Aua! Dieser Start. Das ist manchmal random, ey, mit dem Grip. Scheiße. Das sah natürlich auch interessant aus in der Kamera. Ja, die ist jetzt verloren. Gab eine Hoffnung, dass wir sie holen mit 1 und 3. Oh, einer von denen hat einen fetten Crash gemacht. Wait, wir holen jetzt. Wir sind 1 und 3, was passiert? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, Engine off. Ja, guck, ich habe keinen guten Respawn. Wait, du kannst nicht finishen? Oh. Das ist
Ah, unlucky. Egal. Wie wär's mit einem Double Respawn? Ja, stimmt. Ja, so ein bisschen langsam gewesen. Die existieren tatsächlich auch noch. Draw in einer Runde, wo zwei von uns crashen, das ist sehr gut, sehr gut. Die hätten wir wirklich verlieren sollen. Oh no. Okay, ich bin dead. Okay, ja, die ist sehr schlecht gestartet. Die haben alle einen guten Start, holy shit. Ja, wir brauchen noch so ein bisschen ein Miracle, der Vater. In dieser Runde. Einen kriegst du Packdreams vielleicht. Aber das reicht nicht. Warte. Sorry. Ich bin auch neben dem Checkpoint hergefahren. Gute Runde, braucht ein gutes Ende. Ja, das war einfach eine gute Runde und das ist vielleicht der Grund, warum sie die gepickt haben. Ja. Ich habe mich einmal Skill behalten bei diesem einen Turn da. Am Start? So in der Mitte dort, wo der, man der gegen rechts halten kann. Die Rechtskurve. Interessanterweise spielt der Sinn gar nicht auf der Map hier. Der geht pre-prack. Oder ist er in der Lobby? Naja, tatsächlich nicht. Oh, das erinnert mich. Ihr musstet riskieren. Fuck. Ja, ich war behind. 9.7, ja. Echt nicht. Holy shit. War so eng, da konnte ich nichts callen. Ja, das sind gute Runden, ja. Ich hab gerade gesehen, alle gehen inside in diesen Turn da, wo ich. Ja, aber deine Linie hat in der einen Runde, wo ich geguckt habe, funktioniert. Also hast du alles wieder aufgeholt. Ja, nee, aber da verliere ich gerade jede Runde. Wo ich jetzt auch inside. Ich weiß nicht, ob du insgesamt verlierst. Also, wenn man Spiele hält, ist es auf jeden Fall schneller, aber ich krieg's halt nicht. Ihr habt guten Vorsprung, Beams und Purple. So eine 10 mit anderthalb. Mana ist auch auf einer guten Position. Also, ja, safe. Zwei Leute sind schon weiter hinten. Okay. Das ist nicht, was ich unter safe verstehe, aber es ist noch unsere. Aber Purple muss den ersten halten. Dumm ist noch nicht weit weg. Er ist gecrashed. Wir haben's. Ja, Punkt 9.
Wie bin ich die Punkt 6 gefahren? Ich fahre jetzt nur noch Punkt 9. Ja, okay, also es wäre Punkt 8 jetzt gewesen. Also es wäre, glaube ich, die Inside. Ja. Map score 1-0 for us. Einer von denen ist eine halbe Sekunde hinten. Und generell haben wir gute Position vorne. Ist aber noch eng. Der hat nochmal gegangen, auf meine. Was? Ja, der war ein Good luck. Ende. Der hat ein krasses Ende. Okay. Good luck. Nochmal so eine Runde mit eintragen. Einer ist full dead, ist schon mal gut, ist aber nicht gewonnen. Jetzt hier war er gefahren. Boah, ist das knapp. Ja, wir haben's. Oh mein Gott. Fuck, was war das für ein Ende von dir? Ja, vier Leute mit 0,8. Ja, richtig krasses Runde. Ende von 4 auf 1. Stark, das war gut. Deren Brick gewonnen. Sehr nice. Ja, vor allen Dingen ein schönes Comeback von 2-4 auf 5-4. Boah. Jetzt kommt Map 15. Das ist ein mentaler Bruch für die. Wir gewinnen jetzt noch den dritten Pick von denen. Punkt 77. Nochmal Map 17, die war gut. Ja. Was spielen wir? 15, wo war 15? Juliano, wie bist du auf 15? Da bin ich schlecht, bin da 7000er. Ja, okay. Ja, so, nur so in der ein paar Maps halt ziemlich viel gehandelt und dann. Ja, wie? Ich glaube gar nicht. Ihr lernt die 14, das ist eine Ice-Map, da war ich überrascht, dass du die nicht gehandelt hast. Ich dachte mir, du und Cake Dreams zusammen, dann sind wir da richtig stark. Die 14? Ja. Spielen wir die noch? Dann kann ich die jetzt vielleicht ein bisschen. Nee, wir spielen die nicht in diesem Match, aber generell, das wäre vielleicht eine schöne Map zu picken in anderen Matches. Ja, ich könnte die mal ein bisschen handeln wahrscheinlich. Die einzige, die ich wirklich gehandelt habe, ist die 10, 22, 23 und die 20. Und ein bisschen die 6, aber mehr nicht, eigentlich. Haben wir noch irgendwen, der auf der 10 gut ist? Hab ja auch lange nicht mehr gespielt, muss ich mal gucken. Könnte ich mich aber ein bisschen reinlegen. Bei der 10 bin ich immer noch so ein bisschen unsicher. Ich glaube, ich würde tatsächlich nicht die Weltrekordlinie nehmen. Ich würde, glaube ich, ein Stadium Ende nehmen und ein Stadium Mitte auch. Okay, das mache ich nicht. Stadium Mitte bin ich auch immer gefahren, aber ich glaube am Ende ist Relicar deutlich besser. Ja, da habe ich eine witzige Story zu. Da, gleich am ersten Tag, wo die Kampagne rauskam und ich bin ins Matchmaking, hatte ich in meinem allerersten Matchmaking-Match war auf Map 10 und das war gegen Virtual. Und dann haben die mir alle gesagt, ich habe das Rallye-Ende gemacht, Rallye Ice Slide, und dann haben mir alle gesagt, dass das falsch sei. Und ich habe dann so gesagt, ich wette, der Weltrekord hat am Ende nutzt Rallycar hier. Aber ja, in dem Matchmaking-Match habe ich immer verloren, weil wenn du den nicht triffst, den Ice Slide, und naja, war noch ein bisschen jeck, dann ist es halt so raus und dann viel einfacher mit Stadium das Ende ordentlich zu fahren. Und ich habe dann immer sehr viel Zeit verloren dort. Ist eine halbe Sekunde oder manchmal auch eine ganze Sekunde, weil es komplett verkackt war. War also nicht so hilfreich für Matchmaking, aber ja. Marius hat da recht, hör nicht auf die Hater. Das Ding ist halt,
Jetzt würde ich trotzdem irgendwie zu Stadium immer noch tendieren, weil ich das nicht richtig viel trainiert habe. Und einfach. Ja, okay, bin ich 2.6 hier gefahren. Hoffentlich mache ich das auch im Match, mal gucken. Okay. Go, go. Ja, die 10 wäre eine gute Map, glaube ich, allgemein. Falls noch jemand anderes sie trainieren würde. Kann da, glaube ich, konstant Punkt 3er fahren oder Punkt 4er. Ja, das Level hier muss recht gut sein, weil ich. Das komme ich so häufig vor, dass ich nur auf Plus 5 liege. In dem harte Strecke. Ich werde nur 5. im Ziel. Nice. Mit einer 0,9. Okay. Ja, es ist ein bisschen schneller hier. Das letzte Match. Das muss ein bisschen risken. Oh, nice. Oh, boah. Okay. Weiß man. Stark. Dann haben die den Gang verloren wahrscheinlich oder so. Vermutlich, ja. Ich sehe Dumble immer nach dem ersten Los halt nicht, also wenn ich Autos anmache, aber dann fährt er eine Punkt 8. Also anscheinend verliert er sehr viel im Start. Zum ersten mit so einem Kacknose. Einer von denen ist gecrashed. Oh mein Gott, ich bin viel zu weit. Wir sind alle ein bisschen geheilt. Ab da. Und jetzt krieg ich gutes Ende. Das ist ja nicht so ein gutes Ende. Ja, ja, gut. Ich habe das Gefühl, die hätten irgendwie bessere Picks. Spielt Sinn überhaupt? Nee, ja, das ist denke ich, das größte Problem. Ja, achso, Sinn müsste wahrscheinlich gehen oder so. Oder Sinn war nur zum Einschüchtern da. Ja. Hat sich angemeldet. Kann ja sein, dass Sinn dann nächste Woche da wäre oder morgen da ist. Ah, ich hab einen Scheiß runter. Ah, das ist close, ich muss erst mal holen. Irgendwer muss noch richtig. Crashen. Oh! Ich hab den ersten. Ja, reicht nicht. Schade. Achso, schade.
Ja, er ist nur Punkt 6 gefahren. Oh, haben wir, nice. Groß, ja. Stark, stark. Okay, noch einer. Ah, die haben 1, 2. Entschuldigung, ich snipe die nicht am Ende, oder? Oh mein Gott. Fuck. Oh, haben wir doch. Haben wir. Ist unsere. GG. Nice. Ja. Sehr schön. Digga, ich bin ein Tausendstel. Ein Tausendstel. Ey, oh, das war richtig knapp. Das hat mich geärgert, hätte ich das wollen. Krass, haben wir einfach 3-0. Warte mal, es waren auch 3000stel zwischen mir und Scofus, glaube ich. Platz 5 und 6. Boah. Ja, und seit das 3-0, das hilft auf jeden Fall. Wenn man dann gleich auch mit anderen Teams liegt in Amount of Wins, dann ist es ja, denke ich, ganz wichtig, wie deutlich man gewonnen hat oder verloren. Könnte ich mir vorstellen. Sein. Alright. Aber wisst ihr noch die Ergebnisse? Ich glaube, die erste Map war die 5-0 oder hatten die eine Runde auf der Rallye-Map geholt? Ich weiß nicht. Eine gute Frage. Also die zweite Map war 5-4, was war, wie war jetzt die letzte? 5-2 oder sowas? Boah. Na gut. Oh, Hazard spielt jetzt doch. Oh. Wie kommt's? Ich gewartet, dass Lars offline geht. Naja, gut, wahrscheinlich denkt er sich, oh Gott, jetzt gab es zwei Finisher, jetzt muss ich ja irgendwie. Ich weiß ja nicht, was der Grund sonst gewesen wäre, nicht zu können. Okay.